Also die ersten Demos, die gab es schon Anfang 2015. Und Anfang 2016 haben wir dann die Vorproduktion gestartet. Ja, und dann so Mitte Mai haben wir dann eigentlich richtig angefangen mit der Produktion zu starten für das neue Album. Und ja, mittlerweile ist das gute Stück fertig. Uns war es auf jeden Fall extremst wichtig, die Power, die wir live auf der Bühne haben, eben auch in das Album zu transportieren. Und ich würde sagen, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und die Lieder kamen bis jetzt immer gut live an, die wir gespielt hatten schon von dem Album. Und am Ende ist es natürlich auch ultimativ geil, wenn man seine Babys dann auch mal selber hören kann, wenn sie fertig sind. Ja, also ich finde den Entstehungsprozess ziemlich geil. Wenn du anfängst, ein Lied zu schreiben und die ersten Töne und du denkst, du bist dann fertig und dann kommt noch jemand mit einer richtig coolen Idee und du kriegst auf einmal Gänsehaut, das finde ich genial. Klassischen Tiefpunkt während der Produktion gab es jetzt nicht. Was diesmal ein bisschen anders war als beim Vorgänger, war der Zeitdruck. Wir hatten einen strafferen Zeitplan insgesamt, was jetzt natürlich nicht negativ ist, sondern eigentlich war es positiv für uns, weil man sich so wirklich quasi selber ein bisschen in den Arsch treten muss, um pünktlich mit seinem Kram und mit der ganzen Produktion überhaupt fertig zu werden. Das könnte man quasi als negativ bezeichnen, war aber im Endeffekt dann doch positiv. Und als Highlight, für mich persönlich war es ein Highlight, wenn man quasi mit der Vorproduktion an sich ins Studio geht, man schon so eine grobe Vorahnung hat, wie die Songs klingen sollen, dann im Studio sitzt, daran arbeitet und dann nochmal so ein Wow-Effekt kommt, einfach nochmal 3-4 Schippen drauf auf das, was man sich überhaupt vorgestellt hat. Ja, dann das Endergebnis zu hören, dann ist man einfach so, bäm, alter, geiler Scheiß. Das war natürlich das größte Highlight an der Produktion für mich und ich, ja. Also bei dem Album ist der größte Unterschied, dass es ein ganzes Konzept gab, was dahinter steckte. Was wir natürlich auch unserem Label zu verdanken haben, was wir jetzt haben. Das erste Album war noch in kompletten Eigenregie, war alles ziemlich chaotisch. Jetzt ist alles etwas strukturierter abgelaufen und mit der größte Unterschied ist eben der Sound. Also das neue Album hat eben einen derben Sound. Das ist zum Vorgänger ein Quantensprung. Ja, die Lieder, die sind gereift, wie wir auch. Und ist ja auch ganz normal, aber ich kann auch jetzt schon sagen, dass das nächste Album auch wieder anders klingen wird. Und jeder verändert sich ein bisschen, aber der Bastards-Charme, der wird immer erkennbar bleiben. Also der Song Stumme Schreie, der existierte bereits und als wir auf Tour waren am Anfang des Jahres, hatten wir einen Fotografen in Leipzig, der uns im Graben fotografiert hat. Wir haben natürlich im Nachgang seine Bilder bekommen und haben dann eben auf seiner Facebook-Seite nochmal geschaut, was er eigentlich sonst so tut, außer Live-Aufnahmen. Und da haben wir eben unser Covermotiv eigentlich schon gefunden, wir wussten es nur noch nicht genau. Der hatte nämlich so Porträtfotos gemacht mit dieser Dame, die man auf dem Cover sieht, und als dann die Produktion losging und es alles konkreter wurde, da haben wir uns eben nochmal zurückerinnert und dann hat eins zum anderen geführt und dann wurde eben aus Stumme Schreie kam das Motiv noch dazu und eben alles hat am Ende gepasst. Also ich mag eigentlich alle Lieder, aber ich finde Local Bastards hebt sich ein bisschen ab vom Rest und der wird irgendwie nie langweilig. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Song Zeit für mich zu gehen. Ein sehr persönliches Lied für mich. Geht um eine Trennung, dass ich mit diesem Lied quasi verarbeitet habe. Und diese Stimmung in Drop D bringt das auch nochmal richtig gut zur Geltung in dem Song. Mein persönlicher Favorit ist unser Opener, Schluss mit Lustig. Ganz einfach aus dem Grund für mich als Drummer, als Trommler macht das Ding einfach enorm Bock zu spielen. Der Mix aus Double Bass Parts im Refrain mit ziemlich einfachen Drumlines in der Strophe schafft so einen geilen Unterschied und so eine große Dynamik. Dadurch, dass der Refrain auch komplett zum größten Teil aus einem Chorus besteht, aus einem kompletten Chor mit diesen Bastarde. An sich einfach gestrickte Nummer, aber irgendwie schiebt es ohne Ende und aus dem Grund ist das Ding mein Favorit. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall der Hammermörder.
Das Ding ist einfach ein ordentliches Brett, geht richtig ab und ja, schiebt ordentlich. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, das gute Stück wird im Digipack erscheinen, inklusive einem 8-seitigen Booklet mit allen Texten zum Nachlesen. Man kann es natürlich auch digital runterladen. Zusätzlich haben wir noch ein Bundle rausgebracht, das heißt, man kann das Stück auch noch mit einem passenden T-Shirt zu Stumme Schreie erwerben bei uns im Shop und ja, schaut mal rein. Auf die Kacke. Für mich ist es abwechslungsreich, dynamisch und Volldampf. Richtig geiler Scheiß. Auf jeden Fall. Pünktlich zum Release am 28.10. Geben wir natürlich gebührend eine Release-Show in Essen. Gefolgt danach spielen wir zwei Support-Shows in Zwickau und danach in Köln. Insgesamt sind es noch 12 Shows, wenn ich mich nicht irre, in diesem Jahr. Teils Support-Shows, teils auch Einzelshows. Städte, die dabei sind, sind, wie schon gerade gesagt, Zwickau, Köln, München ist dabei, Hamburg, Lübeck, also auch der Norden wird hier bedient. Bad Oeynhausen, wenn ich mich nicht täusche, Herdorf, also auch Rheinland-Pfalz und NRW, wie gesagt. Ja, es sind wie gesagt Einzelshows und Supportshows, die da noch anstehen dieses Jahr. Und ja, wir hoffen, den einen oder anderen von euch da wieder antreffen zu dürfen. Ne? Ja, ich finde, letzte Worte klingt immer so nach Abschied, aber bei uns fängt es gerade erst an und es wird groß. Auf die Dauer hilft nur Power. Immer Vollgas. Ja, Leute, kommt vorbei, kommt auf unsere Shows, zieht euch den Scheiß rein, überzeugt euch selbst, macht euch selbst ein Bild von uns. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch anschließend die CD kauft. Uns gefällt es sehr gut. Wir sind der Meinung, euch wird es mit Sicherheit auch gefallen. Ist wirklich ein geiles Brett geworden, coole Scheibe, die wirklich Spaß macht und die knallt und die Bock macht zu hören. Jo, überzeugt euch selbst, zieht es euch rein und wir sehen uns. Macht's gut. Und als digitaler Download. Wenn du so guckst, da kann man lachen. Jetzt bin ich komplett dran. Ja gut, das gute Stück erscheint als das ist so scheiße. Das war immer noch nie fett. Booklet und natürlich auch als digitaler Download. Oh ja, hast du jetzt auch so ausgesprochen, ey?